Willkommen aus dem verregneten Montreal zu unserer F1 24 Audi-Karriere. Wir sind in unserer zweiten Season und ja, ich weiß, im vergangenen Jahr war diese Strecke tatsächlich eine Riesenüberraschung. Denn wir konnten hier wirklich wertvolle Punkte mitnehmen. Und ich hoffe auch heute so, gerade auch der Regen, der könnte uns in die Karten spielen. Aber mal abwarten, wie das Qualifying wird. Jetzt sehen wir uns mal hier die Ile Notre Dame an. 4,3 Kilometer, 14 Kurven und 3 DRS-Zonen machen das wirklich hier zu einem wahren Speed, aber natürlich auch zu einem Stadt-Compris-ähnlichen Ding, weil du hast halt überall direkt neben der Strecke ein bisschen Gras und dann direkt die Mauer. Jetzt geht's einmal los, mein finaler Qualifying-Run ab in die erste Kurve hier rein und auch die zweite hier, nur nicht zu früh aufs Gas, Traktionskontrolle, Mittel, Selbstschalten, Selbstbremsen und KI habe ich jetzt auf 99. Jetzt geht's hier runter, zack, da gab's mal diesen Gate zwischen Sebastian Vettel und Lewis Hamilton. Und wir haben Purple in Sektor 1, doch meine Schwachstelle quasi ist der Mittelsektor tatsächlich, weil wir hier gerade ein bisschen an Zeit verlieren, gerade in dieser Passage, aber auch dann in der Haarnadelkurve. Jetzt aber mal volles Risiko, zack, Scheitel minimal verpasst und beim Rausbeschleunigen dafür aber wirklich einen tollen Exit hier gehabt. ERS nehmen wir mit und ja, waren keine große Überraschung, 1:41.3 ist jetzt nicht die absolute Bestzeit. Wir haben schon ein paar Verbesserungen oder ein paar generell schnelle Zeiten gesehen. Jetzt kommt gleich ein Red Bull drüber, der wird das nochmal runterdrücken können. Und so ist es auch. Max Verstappen mit einer 1:88. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das knacken können. Jetzt aber mal in die letzte Kurve rein. Zack und zack, Wall of Champions. Ganz nah mit dem rechten Vorderreifen. Und das schaut gut aus, Leute. Es ist nicht die schnellste Zeit, aber wir haben nur 60.000 langsamer. Gucken wir uns mal die Startausstellung an. Irgendwas davon zu sehen, müssen wir heute schon ziemliches Glück haben. Bevor es losgeht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Und daneben steht Pierre Gasly. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir der Professor, Hamilton, Russell, Perez, Sainz, Fernando Alonso, Ocon, Albon, Leclerc, Daruvala, Theo Pourchaire, Norris, Oscar Piastri, Joe, Hülkenberg, Tsunoda, Bottas, Sargent, Ricardo und Lance Stroll startet am Ende der Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Hände sind wir also nun im Grid und Pierre Gasly lieber dann nochmal einen Ticken schneller, egal. Lights out und let's go, Leute. Kanada, wir sind also in unserer Audi-Karriere und ich komme hier gar nicht gut vom Fleck weg. Gegen Gasly könnte es allerdings reichen. Wir rutschen da ein bisschen weiter, wollte ich gar nicht so weit rein. Ich bin wirklich früh an die Bremse gegangen, aber es kam dann trotzdem zur Berührung mit Gasly und ich bekam da auch die Verwarnung. Ja, das tut mir natürlich leid, aber ich merke halt hier wirklich, es ist sehr rutschig und ich bin schon lange kein TSC-Mittelrennen mehr oder generell TSC-Mittel hier auf nassen Bedingungen gefahren, weil du hast halt wirklich nicht oft ein Regenrennen dabei und dann ist es halt wirklich eine riesen Umstellung. Die KI weiß halt direkt on point, wenn man Gas geben muss, wenn man bremsen muss und ich habe halt da wirklich noch Probleme. Natürlich auch mit Wheel Spin, aber vor allem auch mit generell Traktionsproblemen. Es ist hier ekelhaft. Aktuell mal. Ich hoffe natürlich, dass sich das Ganze ein bisschen ändert. Wir blicken mal. Interessante Startampel. Lights out und hier nochmal die Replay. Wir kommen hier also eigentlich okay vom Fleck weg. Besser als der Mercedes neben uns, aber hinter uns, der war dann doch nochmal ein Ticken schneller. Hier gehen wir in die erste Kurve rein und an und für sich war es okay. Ich meine, es gibt einen Reifen-an-Reifen-Berührung hier, aber ich finde jetzt nicht, dass es zu aggressiv war und da kann man schon eine Verwarnung geben. Also ich war da auch wirklich es ist halt eine beschissene Bedingung, muss man sagen. Du rutschst halt herum enorm und du kannst halt dann auch wirklich wenig ausrichten. Wenn du dann mal den Move gesetzt hast, kann ich jetzt auch, ja, vielleicht war das Verhängnis. 1,8 Sekunden ist Max Verstappen schon vorne weg. Also ich komme noch nicht ganz drauf klar, wie sich diese Bedingungen hier
anfühlen. Verstappen ist halt wirklich direkt on point. Jetzt können wir da immer in den Mittelsektor mal ein bisschen gegenhalten. Sind da auf den 1,8 Sekunden geblieben. Ich weiß natürlich, ist mit dem Auto, wir sind 9. Kraft im Power Ranking. Also das ist noch ganz, ganz unten, wo wir da sind. Aber ich merke jetzt schon tatsächlich den Aufschwung. Wir sind im Qualifying auf jeden Fall näher dran. Also generell auch auf Highspeed-Strecken. Wir haben ja einen der größten Antriebseinheiten im Auto und da merkst du das halt wirklich schon. Jetzt aber mal hier an der Wall of Champions und da saugt mich das Gras fast magisch an. 1.18.8 und wir kommen hier erneut aus der letzten Kurve raus und Gasly, der folgt mir wie ein blinder Windschatten. Eine Zehntel habe ich gerade mal verloren. Ich probiere jetzt wirklich auch off-pace gegen Max Verstappen hier irgendwie was anzurichten, da was zu halten. Es ist halt wirklich schwierig, weil die Bedingungen es halt auch nicht zulassen und es ist halt wirklich auch so ein bisschen Regen. Also die Inters sind jetzt nicht ganz dafür geeignet. Oh mein Gott. Ja, genau. Beim Einlenken das Heck gekommen, dann nochmal das Heck gekommen und beim Rausbeschleunigen einen leichten Pendler mit Heck bekommen. Also ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal hattet, aber das ist ein gottlos beschissenes Gefühl, wenn du so etwas spürst. Hier sehen wir das Ganze, wir sind in der 7. Runde und der Ausmaß dieses Wheelspins ist halt wirklich enorm. Wir haben 42% und 38%. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Natürlich kann ich meine Fahrweise ein bisschen ändern, aber das ist das Herumgerutsche einerseits natürlich, aber auch generell der Wheelspin an sich und somit verliere ich halt auch wichtige Zeit. Anfangs konnte ich noch die Pace gegen Max gehen, aber jetzt ist sie wirklich, ja, abgerissen, würde ich fast sagen. 3,4 Sekunden. Es ist schwierig. Wir können Gasly eigentlich problemlos davonfahren, würde ich fast sagen. Ich meine, wir können uns jetzt nicht dieses eine Sekundenfenster da wegfahren, aber er hat jetzt auch nicht in jeder Kurve die Möglichkeit, da an uns vorbeizugehen. Das Problem ist halt wirklich, ich fahre jetzt schon so mit Bedacht beim Gas geben, weil ich halt weiß so, ich muss halt dann schon, keine Ahnung, so bis Runde 12, 13 besser gesagt sogar noch, aushalten und ich rutsche halt jetzt schon herum und das müssen dann halt auch am Schluss die Reifen irgendwie durchhalten. Das wird das große Problem werden. 4 Sekunden ist jetzt Max Verstappen weg, den lassen wir jetzt aber mal außen vor. Mein Teamkollege ist, glaube ich, auf P17, irgend sowas, also bin mir ganz unsicher. Und ja, Verstappen, der hat da wirklich keine Probleme, auch Gasly, Hamilton und Russell, das schaut mir jetzt nicht so aus, als ob die schon Reifenprobleme hätten. Ich allerdings bin wirklich sehr, sehr, sehr vorsichtig, was das Ganze jetzt schon anbetrifft. Ihr seht es auch am Gas, ich traue mich das nicht mal. Erst wenn ich ganz auf der Geraden bin, traue ich mir das wirklich erst voll durchdrücken. Mein Glück, würde ich fast sagen, ist halt, dass ich von so weit vorne gestartet bin. Aber vor allem auch, dass das Auto wirklich verdammt schnell auf den Geraden ist. Wir springen also hier in die Replay rein und da sehen wir jetzt auch nochmal diesen Pendler, den ich da gemeint habe. Das ist nämlich Turn 3. Und wir lenken hier an und für sich ganz normal ein. Da komme ich ein bisschen ins Gras und dann, ja, guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Es war ein Pendler, ein Rutschen und vieles mehr. Irgendwie habe ich es jetzt doch bis in die 10. Runde geschafft. Und da kommt der erste Angriff. Nach 10 Runden von Pierre Gasly in die Haarnadelkurve rein, weil halt doch jetzt meine Pace ordentlich. Die Rundenzeiten sind eingebrochen, genauso wie mein Reifen. Und da musst du halt wirklich auch echt verdammt aufpassen. Gasly jetzt hinter uns. Ja, ich sag's dir, auf der Geraden sind wir wirklich unschlagbar schnell. 15 Runden halte ich aber nie im Leben mit dem hinter aus. Das bedeutet auch, wir müssen noch die ein oder andere Runde mit diesen Reifen drauflegen, um generell irgendwas hier, ja, zu schaffen. 11. Runde, die Zeiten sind halt wirklich schon jetzt fast 2 Sekunden langsamer. Über 2 Sekunden langsamer als jede Bestzeit. Verstappen kann das halt viel besser managen da vorne und das sind halt jetzt auch leider schon 7 Sekunden. Und ich bin halt wirklich da, bin trotzdem noch froh, dass wir es 11 Runden lang auf dem 2. Platz irgendwie halten konnten. Frag mich ehrlich gesagt einerseits, warum die Alpine auf einmal so stark sind, aber andererseits, wie ich es auch geschafft habe, dass mich bis dato niemand richtig attackieren konnte. Ich bin da wirklich großer Zuversicht, natürlich ist es im Regen was ganz anderes, aber da bin ich wirklich auch sehr, sehr froh drüber. 8. Runde. Und erneut war es diese Kurve, die mir da zum Verhängnis wurde. Wir kommen hier ganz nah an die Mauer dran. Und das war nicht nur ein Küsschen, das war dann schon, ja, ein richtiger Rutscher. Und meine Hinterreifen, die brennen halt enorm ab und das merkt man auch hier. Warum es da so grün ist, ich habe keine Ahnung, Leute. Das fragt ihr besser EA.
Und da sehen wir das Ganze noch einmal gegen Pierre Gasly. Das war schon letzte Rille, die ich ihn da darüber gedrückt habe. Ich dachte echt, dass da noch mehr Strecke wäre. Aber es war, glaube ich, noch alles so im Rahmen. 13. Runde und mein Ziel ist erreicht. Doch ja, der Vorsprung von Verstappen, der wird halt immer größer. Ich habe auch keine Ahnung, wie der das managt. Die Reifen sind gut. Die sind tatsächlich komplett am Ende. Und ich denke tatsächlich auch, dass ich es versuchen werde, am Ende der Runde in die Box gehen. Ich lenke hier ein und mein Heck kommt. Also, ich weiß nicht, wie man das managt, aber es ist tatsächlich unmenschlich. Guck dich meinen Hinterreifen an. 84%, 76%. Also, ich glaube, es ist höchste Eisenbahn, dass wir in die Box kommen. Auch Gasly deckt mich ab hier mit der gleichen Strategie. Alle anderen probieren noch ein bisschen länger draußen zu bleiben. Ich glaube tatsächlich, wenn ich noch eine Runde länger draußen geblieben wäre, wären die Reifen einfach geplatzt. Mein Teamkollege kommt auch rein. Da ist natürlich Worst Case, aber ich habe es angekündigt. Ich kündige das immer mit der Zielüberfahrt an, dass ich an dieser Runde in die Box komme. Doch der ist so weit hinten, der ist jetzt gerade mal bei der Boxeneinfahrt. Das könnte sich trotzdem ausgehen. Komme ich hier an Lance Stroll vorbei? Nein. Das ist natürlich dumm gelaufen, weil genau dann wäre ich in der coolen Lücke gewesen. Das ist natürlich echt bitter. Ja, gut, wir probieren es jetzt hier an. Lance Stroll, gehen wir hier dran. Gleicher, ja, Bedingungen und wir halten hier mal drauf. Ich denke mal auch, dass seine Reifen sowieso nicht mehr die neuesten sind. Und tatsächlich langt es. 15. Platz, aber natürlich müssen wir auch noch abwarten. Die anderen waren noch nicht in der Box und jetzt schon wieder 2%. Ich habe keinen Plan, warum das so ist. Ich probiere auch ein bisschen sanfter jetzt mit den Reifen umzugehen. Natürlich ist jetzt auch weniger Sprit im Auto. Kann auch helfen. Muss nicht. Kann auch rutschiger sein dadurch, weil es leichter ist. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht liegt es auch daran, dass es ein Trocken-Setup ist und kein Regen-Setup. Ich habe wirklich... weiß nicht genau, warum der Reifenverschleiß wirklich so bodenlos ist. Die anderen fahren noch weiter. Natürlich ist das cool für uns, weil dadurch können wir natürlich mit den frischeren Reifen hier deutlich an Zeit gut machen gegen die Konkurrenz. Vielleicht hoffen die auch, dass trocken wird. Doch da kann ich sie wirklich davon überzeugen, der Wetterbericht sagt nichts an. Also 20 Minuten noch immer noch der gleiche leichte Regen. Also da ist wirklich nichts zu machen. Du kannst diesen Wetterbericht nicht beeinflussen. Wir sind die einzigen noch immer noch mit den beiden anderen, die an der Box waren. Und bleiben hier auch auf dem 15. Platz tatsächlich. Natürlich hoffe ich auch, dass ich da den anderen so ein bisschen davonfahren kann. Also Gasly ist es jetzt schon mal gelungen. Also den sind wir wirklich los. Ocon ist jetzt schon über 3 Sekunden hinten und auch Lance Stroll, den wir gerade erst vor einer Runde überholt haben, 2,5. Das zeigt auf jeden Fall, dass diese Reifen funktionieren und dass es die goldrichtige Idee und Entscheidung war. Nur am Schluss ist halt dann die Frage, ob sich das wieder ausgeht. Ich meine, wir haben eine Runde weniger, gucken wir mal, wie es mit der schnellsten Rennrunde aussieht. Max Verstappen ist in der Box und wir holen mal kurzzeitig die schnellste Rennrunde. Doch Verstappen ist schon wieder draußen aus der Box und wir... ja, sind halt einfach immer noch 10 Sekunden hinten. Das ist eine Riesenüberraschung. Der hat jetzt die neuesten Reifen drauf, hat quasi auf dem alten Reifen keine Zeit verloren. Also der hat quasi alles gut gemacht. Also wir waren 13 Sekunden vorne, wir haben 3 Sekunden aufgeholt und das, obwohl er 7 Runden, nein, warte mal, wann sind wir reingekommen? 13. Das, obwohl er 4 Runden länger draußen geblieben ist. Also das ist tatsächlich dann nochmal eine ganz, ganz andere Sache. Wir blicken mal drauf. Ja, Lewis und auch George Russell waren noch nicht an der Box. Bei Mercedes geht man da anscheinend eine andere Strategie. Kann mir nur so recht sein. Da muss ich gegen die beiden nicht mehr kämpfen. Lewis ist jetzt schon 10 Sekunden nur noch vor mir. Was bedeutet, ein Boxenstopp dort locker und leicht mal 20 Sekunden hier. Das heißt, der fällt weit zurück. Ebenfalls natürlich auch George Russell. Der muss ja noch eine Runde länger draußen bleiben. Sollte jetzt Lewis mal reinkommen, da wird es nochmal interessant. 17% haben wir in der 17. Runde. Das heißt, wir haben so einen durchschnittlichen Verbrauch von locker 4-5% circa. Also das ist auch okay. Das ist 6% circa pro Runde. Und da bin ich sehr zufrieden damit. Jetzt blicken wir mal auf ein Overtake gegen Guan Yu Zhou. Wir saugen uns hier dran, da kommt es zu einer minimalen Berührung, aber auch nur, weil der schon wirklich im Struggeln ist. Und wir bändigen hier mal den Mann des Tages. Und hier rutscht dann ein gewisser Daniel Ricciardo herum. Da können wir auch easy in die Haarnadelkurve mit reingehen und ganz spät hier den Overtake wagen. Oh, schaut schon echt geil aus, das Auto, gerade die grünen Akzente. Ich bin sehr gespannt, wie sie euch so gefallen, die Autos.
Ich freue mich auch schon auf nächste Season. Finde es auch ein bisschen schade, dass wir die Audi-Livery jetzt nicht mehr so on-point bekommen haben. Und das finde ich auch interessant. Guck dich das mal an in Runde Nummer 16. Ich komme aus eigener Kraft nicht am Kick sauber vorbei, muss mich trotz DRS-Hilfe hier hinten anstellen. Das finde ich eine Riesenüberraschung. Max Verstappen, der fährt uns davon. Über 11 Sekunden. Jetzt war nun auch der zweite Mercedes an der Box. Und es sind noch 6 Runden zu gehen. Meine Reifen, ja, die sind tatsächlich erneut am Struggeln. 3,2 Sekunden ist Gasly Ocon noch hinten. Das ist, ja, der hat doch nichts irgendwie dazu gewonnen. Aber es ist trotzdem eine Riesensache, wenn du halt nach so einer kurzen Zeit schon wieder so Probleme mit dem Reifen bekommst. Also ich bin jetzt in der sechste Runde circa, und da haben wir 25% nach 6 Runden, in 5 circa. Also wir haben einen Verschleiß von um die 5% pro Runde, und das ist dann echt crazy, wenn du da so aufpassen musst. Das Gute ist wirklich, dass wir Ocon und Albon haben, die halt wirklich von der Grundpace her genauso langsam sind wie wir, was das Ganze natürlich ein bisschen komfortabler macht, aber... Es ist, ja, der Reifenverschleiß im Regen ist echt unnormal. Der ist tatsächlich verdammt hoch. Damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt aber mal hier zurück. Max Verstappen haut die schnellste Rennrunde raus, die einfach mal 5 Zehntel schneller ist als unsere schnellste Rennrunde. Und das ist, ja, mächtig. Das ist echt mächtig, was Red Bull hier aufstellt. Da kann ich nicht kontern. Das ist, allein in der Runde war ich fast 2 Sekunden langsamer. Das ist echt... Ich hoffe, wir können wirklich diesen zweiten Platz mit nach Hause bringen. Wir sind einfach noch nicht so weit, dass wir gegen die ganz großen Player hier mitfahren können. Ein paar Rennen ist es der Fall, aber so wie im heutigen Rennen ist es leider nicht der Fall. Und da scheidet jemand aus tatsächlich. Wir haben eine gelbe Flagge da hinten. Wer wird langsamer? Ich sehe es nicht genau. Es ist... Nein, es war da hinten einer. Albon, Gasly, wer ist denn das? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht sehen wir es dann oben gleich. Ja, Fernando. Schade, dass wir auch gut... VSC, die 20. Und wir blicken mal drauf, denn jetzt passiert ein richtig weirder Moment, Leute. Wir bekommen VSC, das hilft natürlich auch meinen Hinterreifen ein bisschen, weil, abzukühlen und vor allem natürlich auch anzueignen. VSC ist zu Ende hier in der 21. Runde. Wir fahren weiter und da fährt... Hä? Alonso steht immer noch da. Das ist eine interessante Sache. 37%. Erneut gelbe Flagge hier. Ist es wieder Alonso oder immer noch Alonso? Der Herr, den hat man nicht weggeräumt. Das ist sehr, sehr... Erneut Safety Car, Leute. Erneut Virtual Safety Car. Innerhalb von, ja, nicht mal einer Runde bekommen wir 2 VSC-Phasen. Und das wegen den gleichen Piloten. Also ich weiß nicht, was hier los ist, aber das scheint auf jeden Fall nicht ganz so richtig zu sein, glaube ich. Oder die erste VSC-Phase war schlussweg zu kurz. Doch damit wird sich vermutlich die Rennleitung hier einen, ja, sagen wir mal, einen lustigen Moment einfangen, weil das finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überzogen. Jetzt aber hoffentlich ist das VSC komplett zu Ende und wir bekommen da wirklich auch... Endlich, ja, das Ende. Und so ist es auch. Green Flag ist wieder da und wir verlieren wieder eine Sekunde auf Max Verstappen, obwohl ich sogar über eine Sekunde auf, ja, Dings gewonnen habe, auf Ocon. 18. Runde und da sehen wir die letzte Kurve, wie wir ganz nah, das gesehen, wie das Auto zum Schwanzeln anfängt. Also auf Deutsch gesagt, das ist echt ekelhaft, aber du kannst halt da wirklich kaum was machen. Das Auto schwanzelt halt mal gerne. Wir sind in der letzten Runde, 3,5 Sekunden, das bedeutet auch, wir werden das hier easy zu Ende fahren auf dem zweiten Platz, aber die Pace von einem Max Verstappen ist einfach unschlagbar. Der ist fast einen ganzen Sektor vorne und das in einem 25-Runden-Rennen hier in Kanada. Wirklich echt episch, was der Mann da aufführt. Dann nehme ich die Verwarnung mit, ist mir ehrlich gesagt egal, es war erst meine erste. Jetzt geht es also hier über die Ziellinie und wir beenden den großen Preis von Kanada tatsächlich auf P2. Das Gezeitenrennen, das hat uns hier wirklich richtig weitergeholfen. Diese Safety Car Phasen natürlich auch, aber vor allem der Regen, der das Ganze noch spannender machte.
blicken wir mal auf unser Podium. Die Flagge ist draußen. Wir hören heute wieder die Nationalhymne der Niederlande. Denn das ist der Sieg für Max Verstappen. Und das sind jetzt 3 Siege in Folge, Sascha. Da hat jemand den Fehdehandschuh geworfen. Sie sind jetzt da draußen. Jetzt gibt es ein neues Ziel, jemanden, den es zu schlagen gilt. Jetzt zählen Energie und Schwung. Red Bull ist der heutige Gewinner nach einer unglaublichen fahrerischen Leistung. In letzter Zeit hat Red Bull enorm zugelegt, um mit den anderen Teams mithalten zu können. Und es hat sich gelohnt. Auch das Podium war wieder interessant grün, aber lass uns nicht davon abhalten. Wir nehmen 18 Zähler mit und machen bis auf Max Verstappen auf jeden Punkt gut und sind nun auf P5 in der Weltmeisterschaft. Das sind nur 3 Punkte Rückstand zum nächsten und auch in der Konstrukteurs-WM fehlen uns nur 10 Punkte auf Aston Martin und den dritten Platz und gerade Zweiteres. Das wäre so wichtig, wenn wir hier wirklich ein Ausrufezeichen setzen könnten in unserer zweiten Season. Nico Hülkenberg, ja, sagen wir mal nicht viel dazu. Die Rivalität konnten wir auf jeden Fall gut ausbauen. Wir waren schneller, straffrei. Straffrei, ein X? Du hast eine Strafe bekommen, Bro? Okay, ich denke aber mal eher, dass es eine Startaufstellungsstrafe war oder so. Ist mir ehrlich gesagt egal. Und ich glaube leider auch, dass es eines der letzten Rennen mit Nico Hülkenberg ist, bevor wir uns entweder wieder für ihn oder für einen neuen Piloten entscheiden werden. Dazu aber vermutlich im nächsten Video mehr. Wir sind mit 700.000 plus hier aus dem Rennen gegangen. Spielberg steht als nächstes an. Nein, Nico ist noch da. Und ich freue mich natürlich auf ein Heimrennen. Erneuten Sprintrennen. Ich hoffe, ihr seid auch dabei. Hier können wir wieder 2.000 Punkte ausgeben. Und in der All-in-All-Liste, die wir hier gerade gesehen haben, sind wir jetzt wieder ganz knapp an den Kick sauber dran. Das ist wirklich ein Hin und Her. Ja, da sind wir weit hinten. Aber hier sind wir noch an den Kick sauber vorbei. Aber natürlich kann sich das wieder ganz schnell ändern. Einen Motor werden wir uns einen neuen holen, um in Spielberg wirklich maximal durchstarten zu können. Für heute war es das mal. Danke fürs Zugucken. Lasst unbedingt gerne ein Däumchen rum, dann schaut gerne auf Instagram und TikTok vorbei. Wir werden den Leclerc noch einmal nehmen und abonniert gerne kostenlos den Channel hier. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken und ciao.